Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine Folge Pokémon Go. Es ist richtig windig. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal ein Driftlon und zwar ist das Halloween Update rausgekommen. Richtig, richtig cool. Driftlon, na, bleibt jetzt erstmal nicht drin. Ich fang's einfach nochmal. Natürlich mit Verwendung einer Beere, denn ganz, ganz wichtig, es gibt auch eine neue Spezialquest, wo man ein neues, sage ich jetzt mal, Halloween-Pokémon freischalten kann. Dazu kommen wir gleich. Jetzt haben wir erstmal das Driftlon gefangen. Das können wir auch in dieser Folge schon entwickeln. Ich habe gestern auch schon ein bisschen gezockt. 72 Candies habe ich da schon gefarmt. So, und wem von euch ist es aufgefallen? Ich nehme mal wieder mit der alten Kamera auf, genau. Einfach aus dem Grund, weil ich finde die neue Kamera, die ist zwar von der Qualität her um einiges besser, aber alleine kann man die einfach gar nicht bedienen. Also die ist extrem schwer, so du siehst nicht, was am Display passiert. Ist halt einfach, sage ich jetzt mal, eine Profikamera, die kostet auch um die 2000 Euro mit Objektiv und so. Und die hier, die Canon Legria, die ist halt einfach richtig easy zu handeln. Die kann man auch alleine verwenden, deswegen verwende ich jetzt für Pokémon-Videos in Zukunft die. Könnt ihr ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, außer ich gehe irgendwie zu zweit mit Snaxy oder so aufnehmen, dann kann ich die große verwenden und dann gibt es auch bessere Qualität. Übrigens, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Spezialquest und zwar heißt sie eine gruselige Nachricht. Wir bekommen jetzt hier erstmal ein Zwirrlicht für die erste Quest. Das ist eigentlich richtig, richtig nice und zwar bekommen wir aus der, sage ich jetzt mal, Endbelohnung ein Krüppuck. Krüppuck? Ja, was ist das für ein Pokémon? Das ist irgend so ein krankes Geist-Pokémon mit 108 Seelen oder so, die sich vereint haben. Ist auf jeden Fall ziemlich heftig oder scheint heftig zu sein. Ich brauche jetzt noch für die erste Aufgabe einen großartigen Wurf und ich muss noch einige Pokémon mit Beeren fangen. Deswegen fange ich eigentlich so gut wie jedes mit einer Sanana oder Himbeere. So, ich würde sagen, wir können jetzt auch schon die ersten neuen Pokémon entwickeln. Jetzt bin ich hier bei einem Pfiffchen, was überhaupt gar nicht neu ist. Ja, auf jeden Fall Driftlon zum Beispiel, das wird jetzt erstmal entwickelt. Achso, ja, ich soll vielleicht darauf schauen, dass es ein einigermaßen gutes Driftlon ist. Aber ich denke mal, da reicht schon das 600er. Ich mache das ja eigentlich nur für den Pokédex-Eintrag. Ich glaube nicht, dass diese Pokémon besonders stark zum Kämpfen sind. Ich bin echt gespannt, wie das bei Krüppuck aussehen wird. Ich habe nur ungefähr das Bild im Kopf, wie dieses Pokémon aussieht. Aber ja, das werden wir wahrscheinlich nicht nur diese Folge sehen. So, da haben wir erstmal das Driftlon weiterentwickelt und das sieht schon mal richtig nice aus. Sieht so aus wie so ein Heißluftballon. Richtig fresh. Und das gute Stück heißt Drift Zeppelin. Genau, ich kann mich sogar noch erinnern. Das gab es ja früher auch. Lol, was ein Wunder. So, und dann gibt es noch eine weitere neue Entwicklung. Skunkaboo zu Skuntank. Das brauche ich auch noch. Da fehlen mir auch noch ein paar Candies. Und ja, jetzt habe ich noch so ein paar Tipps und Tricks für euch auf Lager. So, erstmal, genau, bei der Spezialaufgabe. Die erste Aufgabe ist ja eigentlich relativ logisch, relativ easy. Ja, man muss halt, ich sage mal so, die 108 Beeren, das ist so das Heftigste. Deswegen spart euch auf jeden Fall die Beeren jetzt schon mal auf und wastet die nicht direkt, obwohl, ja, ihr beginnt eh direkt mit dieser Quest, also doch, wastet sie alle für die Quest. Ja, ich mache es immer so, diese Nanana-Bären, die ich sowieso nie verwende, verwende ich halt einfach und zusätzlich Sanana-Bären, wenn ich mal ein Pokémon fange. Ja, ganz entspannt. Bei der zweiten Quest muss man dann schon 10 Unlicht-Pokémon fangen. Und hier bei der ersten 10 Geist-Pokémon. Unlicht-Pokémon ist zum Beispiel, glaube ich, Skunkaboo und Skuntank. Dann gibt es zum Beispiel noch Pokémon wie Sneebel, Kramurx, Pfiffchen, Despotar zum Beispiel auch. Lol, holt euch einfach easy ein Despotar. Hier zum Beispiel Kramurx. Das wäre schon ein Unlicht-Pokémon für die zweite Quest. Ich bin aber allerdings noch bei der ersten. Und da zum Beispiel verwende ich jetzt einfach mal eine Himbeere. Ich muss einfach die Bären los. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. So, dann die nächste Aufgabe bei der zweiten ist dann 8 neue Pokestops drehen, die du noch nie gedreht hast. Das erscheint mir jetzt schon mal nicht so ultra schwer. Da würde ich einfach vorschlagen, schnappt euch ein paar Freunde, fährt einfach in den Stadtteil, wo ihr noch nie Pokémon gespielt habt. So werde ich das auch machen. Oder demnächst bin ich jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Ich weiß gar nicht, ob es dort Pokestops gibt. Oder irgendwann bin ich auch wieder in Deutschland. Bis dahin sollte ich das aber schon geschafft haben. Ich glaube, das ist nicht so das Ultraschwere. Und die letzte Aufgabe sind dann noch, fange 108 Pokémon
Ist auf jeden Fall um einiges einfacher als hier, das mit 108 Pokémon inklusive Bäre fangen. Digga, was ist mit diesem scheiß Kamurks los? Das Ding ist, die Bäre zählt ja sozusagen jetzt nur einmal, wenn ich das gefangen habe und nicht fünfmal, so viel ich jetzt verwendet habe. Das wäre natürlich cool, ist leider nicht so. Kamurks bleibt Regen? Schaut ganz anders aus. Okay, Kamurks bleibt erstmal drin, das ist schon mal cool. Und ja, die letzte Aufgabe und die dritte ist es dann auch schon, fange Krüppuck. Richtig, richtig easy. Ich denke mal nicht, dass irgendwer von euch da Schwierigkeiten hat. Ich finde es aber extrem cool, dass da jetzt einfach zu Halloween so eine super special Quest dazukommt. Und wir bekommen übrigens silberne Sananabären. Ich habe davon noch keine einzige insgesamt bekommen, weil ich habe einfach so selten Pokémon Go gespielt. Aber das soll sich jetzt ändern. Also Leute, wenn ihr generell mehr Pokémon Go sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, ich schau mal, geht jetzt heute noch ein Ei auf? Das könnte vielleicht der Fall sein. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen rumgehen. Das Evoli als Buddy bekommt auf jeden Fall noch ein Candy dazu. Ja, da bin ich auch schon 15 Kilometer gelaufen. Da könnte ich dann auch bald bei der Celebi-Quest weitermachen. Aber ich muss noch ein entwickeltes Pokémon von Typ Pflanze entwickeln. Und die einzigen, die mir da einfallen, sind eigentlich die Starter. Oder gibt es da noch was anderes? Bei Chillast werde ich das eventuell bald machen. Also, ja, nicht in der Folge. Da fehlen mir noch ein paar Candies, aber demnächst. So, hier haben wir noch einen Driftlon am Start. Und Leute, der Herbst beginnt ja jetzt irgendwie schon, zwar noch nicht offiziell, aber es liegen überall Blätter rum. Deswegen habe ich passend dazu ein neues Instagram-Bild gepostet auf @pookie9. Ist richtig krass geworden, meiner Meinung nach. Beziehungsweise eigentlich kommt es erst um 17 Uhr heute online. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn ihr das morgen seht, dann ist es schon online. Also checkt mein Instagram ab, @pookie9. Like dort einfach mal das Bild, würde mich echt freuen. Und Leute, ich habe es voll vergessen. Seht ihr das? Mein neuer Merch ist am Start, Leute. Oh mein Gott, am 1.11. ist es soweit. Mein neuer Merch kommt auf www.nicer.shop und ihr habt die Teile schon undercover die letzten Tage in den Videos gesehen und euch ist es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und zwar haben wir zum Beispiel dieses Teil hier in der asiatischen Schrift, dann gibt es noch eines in der arabischen Schrift und eines, wo einfach nice steht. Das Ganze gibt es auch in verschiedenen Farben und das ist richtig bestickt, also eigentlich von der Qualität her echt nice. Und genau, die Teile kommen am 1.11. um 16 Uhr in den Shop. Also, wenn ihr euch was holen wollt, dann ja, wünscht es euch einfach zu Weihnachten oder holt es euch einfach direkt beim Drop. Würde mich auf jeden Fall freuen und ihr könnt dann natürlich auch Bilder damit posten und dann werde ich die auf jeden Fall liken und auf der Merch-Seite auch teilweise reposten. So, ey, ich bin echt bei dieser Aufgabe hier, fange 108 oder verwende 108 Bären beim Fangen von Pokémon. Ich scheitere daran einfach so heftig. Das dauert echt ewig. Also ich bin da jetzt schon ein bisschen rumgegangen. Zwar nicht wirklich lange, aber ich schätze mal, wenn man es jetzt durchzieht, braucht man schon so ein, zwei Stunden. Aber naja, ich werde die Quest auf jeden Fall auch schaffen und ich hoffe mal, in der nächsten Folge starten wir gleich in die zweite Aufgabe hinein. Leute, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, es gibt ja auch das neue Halloween Edition Pikachu. Ich habe davon schon zwei Stück gefangen. Einmal das 420 Pikachu und einmal hier unten 428. Ich werde jetzt auch einfach mal eines entwickeln, just for fun. Ich habe 126 Candies und ich habe leider vor kurzem ein Pikachu mit Hut verpasst. Vielleicht kann man das ja irgendwer mal tauschen, wenn wir uns irgendwo treffen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Und beim Community Day habe ich halt einfach so wenig Tarnheels gefunden und ich habe wirklich gezockt. Also nicht nur so mal kurz reingeguckt, sondern wir haben wirklich aktiv nach Tarnheels gesucht mit Snaxy. Aber wir waren halt irgendwo in St. Pölten, da gab es gar nichts und ich habe insgesamt nur 100 Candies bekommen, leider auch kein Shiny. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, aber ich würde sagen, wir entwickeln jetzt trotzdem dieses Pikachu. Das ist sogar weiblich, erkennen wir am Schwanz hinten. Und jetzt schauen wir uns mal das andere an, das ist männlich. Entwickeln wir einfach mal ein weibliches, oder? Let's go! Ich würde sagen, dieses Pikachu mit Halloween-Hut wird jetzt entwickelt zu einem Raichu mit Halloween-Hut. Yo, okay. Ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich generell auch auf Halloween, weil ich bin da ganz entspannt im, wie sagt man dazu, im Thermenhotel und so. Nee, sagt man dazu so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall entspanne ich da gerade mein Leben und lauf nicht rum oder sauf mich da tot oder so. Das ist auf jeden Fall ganz entspannt. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Feiert ihr Halloween? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde Halloween eigentlich ganz okay. So die Stimmung ist dann irgendwie immer ein bisschen so, man passt sich da so rein und da denkst du, oh nice, Halloween und bla bla bla. Aber im Endeffekt, ja, so krass finde ich es jetzt auch nicht. Ich finde zu Weihnachten, darauf freue ich mich echt schon. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir haben jetzt das Raichu mit Hut auf 1665 WP bekommen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und ja, ich bin echt gespannt, wann ich die Quest schaffen werde,
die erste, oder sagen wir mal den ersten Teil der Quest, wo ich die 108 Pokémon mit Hilfe von Bären fange, weil, ey, das dauert so lange und ich werde jetzt einfach den ganzen Tag, weil ich jetzt, ja doch, später werde ich wahrscheinlich eh noch rausgehen, aber solange ich jetzt zu Hause bin, werde ich einfach die ganze Zeit hier irgendwelche Pokémon fangen, die halt einfach gerade rumlaufen. Wir sind eh schon bei fast 40, ich denke mal, heute werde ich das auf jeden Fall noch schaffen. Und ja Leute, Fifian auf jeden Fall, Unlicht-Pokémon, merkt euch das, ist relativ häufig und dadurch könnt ihr auf jeden Fall auch die zweite Aufgabe dann easy meistern. Ja, ich würde sagen, Leute, wir fangen noch schnell das Fifian und ja, da haben wir es auch schon. Easy going. Da würde ich eigentlich schon sagen, war es das hier mit diesem Video zu Pokémon Go, zu dem neuen Halloween-Update. Alter, was ist mit meinen Haaren heute los? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.